Auch wir Analysten der Aktienwelt 360, wir haben natürlich unsere Lieblingsaktien. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns in Aktien oder Unternehmen verlieben, denn wie wir alle wissen, ist eine zu emotionale Bindung an eine Aktie definitiv auch gefährlich und kann dazu führen, dass man Investitionsentscheidungen nicht mehr rational, sondern emotional trifft. Trotzdem gibt es einfach gewisse Eigenschaften, die gute Unternehmen und gute Aktien ausmachen. Und das ist das Thema für heute. Wir, das heißt, mein Name ist Vincent Uhr, ich bin Chefredakteur der Aktienwelt 360, möchte heute mit Florian König, unserem Chefanalysten, und Peter Rögner, unserem erfahrenen Analysten, über spannende Aktien, gute Unternehmen und eben das gewisse Etwas sprechen, was unsere Lieblingsaktien auszeichnet. Moin ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid. Servus Vincent, servus in die Runde. Moin Vince, schön, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das ist echt wichtig, sich über diese Lieblingsaktien Gedanken zu machen, weil das auch gewisse Leitplanken gibt. Nach was für Aktien suche ich? Was ist mir wichtig? Und dann kann ich Schritt für Schritt dann auch habe ich eine Art Checkliste, die ich abklopfen kann, ob es wirklich ein Unternehmen ist, was ich gerne langfristig begleite oder nicht. Genau, das ist vielleicht noch eine ganz, ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt, dem Disclaimer, den wir natürlich immer wieder einblenden müssen. Wir werden heute über unsere drei Lieblingsaktien und Lieblingsunternehmen sprechen, beziehungsweise eine Auswahl von Unternehmen, wo wir sagen, das sind die gehören zu unseren Lieblingsaktien und Lieblingsunternehmen. Wir empfehlen nicht unbedingt, dass jeder oder jede diese Werte kaufen sollte, sondern ihr müsst euren eigenen Research machen. Generell solltet ihr darauf abzielen, dass ihr ein breit diversifiziertes Portfolio erhaltet und auch nicht jede Art von Aktie passt auch zu jedem Ansatz. Das alles solltet ihr euch überlegen. Generell, wie Flo auch gerade gesagt hat, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man seinen eigenen Research macht und dass man vielleicht das, was wir heute liefern, gar nicht unbedingt auf die einzelnen Unternehmen bezieht, sondern vielleicht auch in sein Portfolio einmal schaut, was ist überhaupt drin und welche dieser Qualitäten habe ich bei meinen Aktien vereint im Sinne einer guten Leitplanke. Wie man quasi selber unterwegs ist. Genau, und liefern ist da ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben uns mal zusammengesetzt und haben für uns die 15 Lieblingsaktien zusammengetragen und möchten die euch präsentieren. Dazu läuft aktuell ein Angebot von der Aktienwelt und dieser neue Dienst nennt sich Aktienwelt Basic. Und ja, also ich glaube, es ist ganz spannend, weil die Kosten sind deutlich niedriger als ein Fitnessstudio-Besuch. Ganz genau, wie du gesagt hast, für 24,90 € gibt es diesen Service und der beinhaltet 15 Lieblingsaktien von Aktienwelt 360 Analysten, sogar von uns dreien, aus unseren drei Services Aktienkompass, Game Changer und dem Nebenwertenavigator. Generell auch hier seid ihr abgesichert durch unsere 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, falls ihr nicht zufrieden sein solltet. Wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr euch ja einfach mal die Details ansehen, indem ihr einfach auf den Link in der Beschreibung oder auf den QR-Code klickt oder ihn scannt. So, aber Viel jetzt wollen wir Spaß. inhaltlich einsteigen. Eine meiner Lieblingsaktien ist nämlich General Mills. Ich habe hier einfach mal das kopiert, was die selber aus ihrem Investor Relations Bereich gemacht haben. Wir sehen hier, dass es ein US-amerikanischer Lebensmittelkonzern ist, der sehr viele Marken hat, die wir nicht kennen. Das liegt einfach daran, dass General Mills in Europa und auch im Rest der Welt relativ klein ist. Aber in den USA sind sie sehr, sehr stark vertreten. Lebensmittel ist für mich einfach ein Markt, der immer geht. Gegessen und getrunken wird immer, vor allem weil General Mills nicht unbedingt auf die absoluten hochpreisigen Produkte zielt, sondern dann vielleicht auch mal die etwas günstigeren hat. Aber auch hochpreisig kann, wie zum Beispiel die Marke Häagen-Dazs Eis zeigt. Das ist ja eher ein Premium-Artikel. Also General Mills kann alles und sehr viel. Und das ist eigentlich schon, ich sag mal, die Eigenschaft 0,5, die ich mag. Ein sehr einfaches Geschäftsmodell, was für mich sehr zeitlos ist, aber wo es auch eine gewisse Diversifikation in dem Produktportfolio gibt. Mit über 100 Marken ist ein gutes Fundament vorhanden und es sind gleichzeitig aber auch Highlights erkennbar, die an der Supermarktkasse oder im Supermarktregal einfach bei den Verbrauchern hängen bleiben. Und das ist im Endeffekt die Basis, die sich eigentlich durch meine Investitionsthese zieht. Und ich habe im weiteren Aufbau mir gedacht, ich gehe mal umgekehrt voran. Denn die eigentlich unwichtigste Eigenschaft, die ich trotzdem sehr mag, ist eine solide Dividendenpolitik. General Mills ist eine klassische defensive Dividendenaktie. Und das Management, das zahlt seit inzwischen
Pi mal Daumen 120 Jahren eine Dividende an die Investoren aus. Seit fast 40 Jahren hält das Management außerdem die Dividende je Aktie konstant. Trotzdem ist es dem Management nicht wichtig, dass die in jedem Jahr eine Erhöhung der Dividende vornehmen. Also General Mills ist kein Dividendenaristokrat, was wir auch hier in dem Chart sehen. Wir sehen, dass es zwischen 2018 und 2020 eigentlich ein Plateau gegeben hat. Auch davor war das Dividendenwachstum nicht besonders stark, sondern es waren eher 1 Cent je Aktie und Vierteljahr. Aber es gibt trotzdem etwas, das Stabilität generiert. Es gibt trotzdem etwas, das ein solides passives Einkommen beschert. Und wie wir gleich noch sehen werden, es gibt aber trotzdem auch Prioritäten, die das Management bei der Dividendenpolitik setzt. Und eine wachsende Dividende ist nicht immer das, was das Management für am wichtigsten hält, aber eben ein gewisses Maß an Beständigkeit. Die zweite Eigenschaft, die ich sehr gerne mag, und übrigens auch das Management ist ein Faktor, den ich mir jetzt heute nicht herausgegriffen habe, weil ich den Florian König überlassen habe, aber das Management, das hat das gewisse Etwas, wenn es um das Ergreifen von Chancen ansieht. Wir sehen hier auf der Folie einen Chart, der die Verschuldung, also die totale Verschuldung, in ein Verhältnis zum EBITDA setzt. Und da sehen wir, dass gerade in der Zeit 2017, 2018, 2019 die Verschuldung einmal ganz rasant angestiegen ist. Was ist passiert? Das Management hat nicht falsch gewirtschaftet, sondern General Mills hat eine Investition getätigt, und zwar in den Hersteller von Tiernahrung. Im Nachhinein einer der cleversten Schritte, den das Management damals machen konnte. Die Bewertung galt zwar als zu teuer oder zu groß für General Mills, aber genau dieser Schritt hat einen neuen Wachstumsmotor für General Mills eröffnet. Tiernahrung ist inzwischen ein großer Geschäftsbereich für das US-Unternehmen, ein Wachstumsmarkt, und der gleichzeitig auch Pricing Power besitzt. Und General Mills hat, wie wir hier auch sehen, zwar das Risiko gewagt, dass die Verschuldung haben etwas ausufern lassen für einen gewissen kurzen Zeitpunkt, um eine Wachstumsmöglichkeit zu ergreifen. Danach hat das Management aber auch wieder die Schulden sehr stark zurückgezahlt. Und wir sehen, dass wir inzwischen auf einem Niveau angekommen sind, das definitiv dem von vorher entsprochen hat. Also in der Zeit, in der General Mills die Dividende nicht erhöht hat, hat das Management einfach an der bilanziellen Stärke gearbeitet. Und auch das ist einfach clever, oder eine Eigenschaft, die ich mag, dass das Management hier langfristig denkt, dass es nicht daran denkt, dass man den Investoren kurzfristig eine gute Dividende oder auch Aktienrückkäufe gibt, sondern dass man eine langfristig orientierte Chance ergreift, einen Wachstumsmarkt ergreift, dafür dann die Bilanz kurzfristig vielleicht auch ein bisschen schröpft, aber danach auch wieder zur Disziplin zurückfindet, um die alten Verhältnisse wieder herzustellen, nur eben besser mit der Wachstumsmöglichkeit. Und das ist etwas, was ich sehr selten sehe oder gerade auch bei Dividendenaktien eigentlich lieber häufiger sehen möchte, aber was General Mills in der Vergangenheit gut geliefert hat. So, und dann die dritte Eigenschaft, die ich sehr gerne mag, gerade auch bei Dividendenaktien und bei konservativen Aktien, ist Pricing Power. Wir wissen alle, dass die Inflation im Moment sehr hoch ist immer noch, dass sie in den letzten Jahren sehr hoch gewesen ist. Das liegt natürlich auch daran, weil die Produkte und die Lebenskosten insgesamt gestiegen sind, auch Rohstoffe sind gestiegen, und Konzerne, die selber solche Produkte haben, bei denen viele Verbraucher einfach sagen, auf die möchte ich nicht verzichten, die haben so etwas wie Pricing Power. Die können die Preise leicht erhöhen, ohne dass die Verbraucher in vielen Fällen sagen, okay, dann gehe ich zu einem Alternativanbieter. Und das sehen wir bei General Mills in diesem Überblick in den letzten Jahren. Nicht falsch verstehen, das ist nicht die Gewinne, sondern das ist das Wachstum, was wir hier sehen, was General Mills in den letzten Jahren verzeichnet hat. Und da sehen wir, dass das Gewinnwachstum eigentlich seit dem Jahr 2019, 2020 eigentlich immer im positiven Bereich gewesen ist. Das heißt, in der Zeit, in der die Inflation hoch war, hat General Mills es immer geschafft, ein Ergebniswachstum je Aktie zu erzielen. Trotzdem, General Mills ist natürlich ein sehr reifer Konzern, ein sehr großer Konzern und ein sehr etablierter Konzern. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Ergebnis- oder Gewinnwachstumsraten oder auch Free Cashflow-Wachstumsraten von 10-20% immer die Regel bleiben werden. Aber in einzelnen Peak-Jahren kann es sein, dass General Mills diesen Turbo zünden kann und den Investoren somit einen Ausgleich gegen Inflation ermöglichen kann. Für den Rest der Zeit gilt, dass Einkommensinvestoren einfach darauf achten sollten, dass sie, wenn sie General Mills Aktien kaufen, nicht zu viel für die Aktien bezahlen. Das
Also klassische Kennzahlen wie Kursgewinnverhältnis oder Dividendenrendite können da hilfreich sein. Für mein persönliches Bauchgefühl ist General Mills im Moment ein bisschen zu teuer. Aber wenn ich mir die Eigenschaften des Unternehmens ansehe, dann glaube ich, dass es ein sehr gutes Unternehmen ist mit einem sehr weitsichtigen Management, was auch immer die Prioritäten eigentlich richtig setzt. So, das war's von meiner Seite mit drei sehr exotischen Eigenschaften. Aber ich glaube, jetzt kommen die guten alten Basiseigenschaften, oder Peter, was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass meine Aktie, die ich mitgebracht habe, sich von deiner deutlich unterscheidet, Vince, aber dennoch ein sehr gutes Unternehmen ist, was langfristig uns noch viel Freude machen wird, da bin ich ganz sicher. Die Aktie, die ich mitgebracht habe, ist Paycom Software. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, hier in Deutschland, glaube ich, nicht besonders bekannt. Das Unternehmen ist, wie es der Name schon sagt, im Softwarebereich unterwegs. Und zwar stellt sie Software oder programmiert Software einfach für das Management von, wie es so schön heißt, Human Capital, also von Mitarbeitern. Das Ganze wird dann eben auf einem Server als Software-as-a-Service-Anwendung zur Verfügung gestellt. Im letzten Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz von 1,375 Milliarden US-Dollar erzielt. Seit 2019 beim Umsatz eine jährliche Wachstumsrate von 25% erreicht, also wirklich ein sehr stark wachsendes Unternehmen. Und dann gibt es da etwas, was ich noch sehr schätze an dem Unternehmen und das nicht selbstverständlich ist für Softwareanbieter: Es ist profitabel und zwar schon seit fast 10 Jahren. Also kein Unternehmen, das hohe Verluste schreibt, um Marktanteile zu gewinnen, sondern es ist tatsächlich seit nahezu 10 Jahren eben im schwarzen Bereich unterwegs und wird jetzt auch im Juni erstmals eine Dividende zahlen. Was schätze ich an dem Unternehmen? Kannst du noch mal eine Folie zurückgehen? Danke. Aktuell ist es im sehr attraktiven Preis. Seit dem Höchstständen des Unternehmens im November 2021 hat es ein bisschen mehr als die Hälfte verloren. Die Gründe dafür dürften, denke ich mal, die allgemeine Schwäche von Technologieaktien sein und insbesondere der Bereich Software as a Service, der ja davor sehr stark gehypt wurde, hat, glaube ich, so ein bisschen zu Kursverlusten geführt. Und wir haben auch Rezessionsängste. Denn wenn ich eine Rezession habe, entlassen die Unternehmen ihre Mitarbeiter. Und da Paycom Software sozusagen pro bearbeitete Mitarbeiter bezahlt wird, ist natürlich klar, wenn die Anzahl der Mitarbeiter zurückgeht, dann nimmt auch einfach der Umsatz zurückgehen oder wird geringer werden. Und das hat zu einem Kursrückgang geführt. Sicherlich ist Paycom keine Aktie, die Warren Buffett nervös machen würde von der Bewertung her. Also die Bewertung ist schon relativ hoch, aber die aktuelle Bewertung von 10,7-fachen des Umsatzes ist schon der günstigste Wert, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und beim Unternehmen oder beim Geschäft selbst gibt es keinen Grund für den Rückgang, denn das Unternehmen brummt. Wie gesagt, die Gewinne steigen, der Umsatz steigt, sodass im Moment, denke ich, ein ganz guter Zeitpunkt ist, um hier eventuell eine erste Position aufzubauen. Die zweite Sache, die mir an Paycom gefällt, ist das Wachstumspotenzial. Jetzt ist sicherlich die Software zur Verwaltung von Mitarbeitern jetzt keine ganz große Raketenwissenschaft. Allerdings gibt es etwas, was das Angebot von Paycom abhebt vom Wettbewerb. Und zwar, das ist, dass nämlich Paycom für alles etwas anbietet, also für die Gehaltsabrechnung, für die Verwaltung von Mitarbeitern, für das sogenannte Onboarding, also wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden. Also alles, was man sich denken kann, bietet Paycom in einem Programm an. Und das ist wirklich ein Differenzierungsmerkmal, weil ansonsten, wer dann die Software nicht benutzt, der muss eben dann von verschiedenen Anbietern Angebote kaufen. Und da ist es möglicherweise einfacher, mit einer Software zu arbeiten. Und die Kunden, die erstmal dabei sind, die sind treu. Die Retention Rate, die ja bei Software-as-a-Service-Unternehmen sehr wichtig ist, also der Anteil an Kunden, der bleibt, der ist sehr hoch, das sind über 90%.
was eben zum einen zeigt, dass das Programm attraktiv ist, dass das Angebot attraktiv ist von Paycom und dass eben Paycom auch relativ sichere Einnahmenbasis hat, mit der man gut planen kann. Paycom besitzt bis heute erst 5% des adressierbaren Marktes, also da ist noch Wachstumspotenzial da. Und zusätzlich hat Paycom im April damit begonnen, international zu expandieren. Dieses Programm Global HCM wird angeboten in 180 Ländern und in 15 Sprachen. Und wenn man bedenkt, dass eben der internationale Markt quasi noch gar nicht bislang adressiert wurde von Paycom, dann sind da erhebliche Potenziale verbunden, sodass diese Wachstumsraten, die wir da gesehen haben, noch nicht zu Ende sein werden. Und der dritte Grund, das ist natürlich etwas, was wir hier bei der Aktienwelt immer gerne sehen, das sind gründergeführte Unternehmen. Chad Richardson hat das Unternehmen 1998 gegründet und ist bis heute der CEO des Unternehmens. Ihm gehören knapp 14% aller Aktien. Die sind heute ungefähr 2 Milliarden US-Dollar wert. Und das heißt also, er hat genauso ein Interesse daran, dass es dem Unternehmen gut geht wie uns, wie wir. Und von daher haben wir die gemeinsamen Interessen. Und das ist für mich immer ein guter Grund, eine Aktie zu kaufen. Genau. Ich hatte hier nochmal kurz die Stammdaten aufgeführt. Wir reden hier also über ein Mid-Cap-Unternehmen, 16 Milliarden US-Dollar, keine ganz kleine Marktkapitalisierung, aber eben auch kein ganz großes Unternehmen, sodass da auch nach vorne raus noch Spielraum für weitere Kurssteigerungen ist. Genau, aber ganz klares Wachstumsunternehmen, ganz klare Wachstumsaktie. Und jetzt im Endeffekt haben wir mit General Mills und Paycom Software ja zwei sehr unterschiedliche Unternehmens- und Aktientypen gesehen. Und ja, ich bin gespannt, Flo. Du hast auch noch einen dritten Kandidaten, der deine Lieblingsaktie ist oder eine deiner Lieblingsaktien. Mal sehen, ob du uns sogar auch noch einen etwas anderen Ansatz schmackhaft machen kannst. Ich möchte jetzt sozusagen die Lebensmittel mit dem Personal verbinden und euch das Familienunternehmen, die Rational AG, vorstellen. Was macht die Rational AG? Professionelle Küchengeräte. Das heißt also, die findet man oft in Restaurants, in Kantinen und auch in Imbissen. Und die sorgen dafür, dass halt der Ablauf sehr effizient gestaltet werden kann. Und warum ist das gerade wichtig? Selbst die Restaurants, die ganze Gastronomie klagt über Fachkräftemangel. Und Rational kann da Abhilfe schaffen, weil zum Beispiel die Geräte herstellen, entwickelt haben, die jetzt zum Beispiel ein Gerät, einen Herd, einen Topf, eine Pfanne und eine Fritteuse verbindet und dadurch gewinnt man natürlich einen gewissen Zeitvorteil. Also Rational sagt da, man ist bis zu 4-mal schneller als mit herkömmlichen Geräten. Ähnlich ist es auch beim Dampfgarer. Da kann man die Arbeitszeit einsparen bis zu 60%. Und das sind natürlich alles wichtige Argumente, die dazu führen, dass gerade Rational in dem Umfeld, wo wir uns gerade bewegen, also Fachkräftemangel, die Mieten in den Großstädten werden als teurer, also auch der Platzbedarf darf nicht zu groß sein und Platz ist teuer. Und das spielt denen alles in die Hände. Und deswegen glaube ich, haben die ganz vernünftige Wachstumsaussichten und vor allem einen richtig guten Kundennutzen. Zum Beispiel, ich besuche gerne ein Restaurant schon über 30 Jahre, wo ich ganz gerne hingehe, wo es auch immer ziemlich gut schmeckt. Und vor kurzem kam ich ins Gespräch mit dem Koch, also mit dem Besitzer des Restaurants. Und er meinte, er macht schon über 20 Jahre mit Rationalgeräten, hat da auch selber schon Sachen programmiert und fährt damit einfach prima und setzt sich durch die Qualität, die dadurch entsteht, von der Konkurrenz ab. Deswegen gehe ich da gerne hin und deswegen glaube ich, die Rationalgeräte lohnen sich für Profiküchen und haben auch einen recht großen Return on Investment. Was man sagen muss, das Familienunternehmen existiert schon recht lange. Hier können Sie mal die letzten 20 Jahre und den Geschäftsverlauf da verfolgen und man sieht, dass gerade die Bilanz immer super stark ist. Das heißt, die Netto-Liquidität übersteigt immer die Verschuldung und man hat hier eine
sagen wir mal, einen Netto-Cash. Also kann immer Geld nehmen, was auf der Bilanz liegt und davon halt Investitionen tätigen und muss nie Schulden aufnehmen. Das Unternehmen hat so gut wie gar keine Schulden und dadurch fährt es auch durch Krisen sehr gut hindurch. Und eine Krise war ja vor kurzem und das war die Corona-Pandemie. Da wurden ja mehr oder weniger alle Restaurants schlagartig geschlossen. Kam zu einer großen Depression in der Gastronomie und dennoch hat das Unternehmen gute Cashflows erzielen können und ist nie in den negativen roten Bereich gerutscht. Woran liegt das? Die Rationalgeräte zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität aus und das liegt zum einen daran, dass der Monteur vom Anfang an der Montage, also vom Setzen der ersten Schraube bis zur Endmontage alles machen darf und am Ende für die Qualität des Produkts unterzeichnet. Und das macht natürlich das macht die Mitarbeiter stolz. Dadurch gibt es zum einen halt eine große Mitarbeiterbindung und zum anderen sorgt es dafür, dass halt auch die Qualität einzigartig ist und man dann auch auf wirtschaftlicher Basis bei einem Gerät schon profitabel ist und in gewiss halt dadurch auch ein Free Cashflow erzielen kann. Und das macht das Unternehmen einfach sehr, sehr krisenfest. Und dadurch kann die rationale Gier halt durch Krisen, die dann noch kommen werden, recht gut durchfahren. Das gefällt mir sehr gut bei Investments. Und zum anderen ist es die Eigentümerstruktur. Die Familie Meister, also die Gründerfamilie, in Zusammenhang mit Walter Kurz halten noch 55%. Die sind sozusagen der dominante Ankeraktionär und diese bestimmen die Kultur. Und die Kultur ist wichtig, gerade bei sowas wie rational, weil es ist zum einen wichtig, halt die Mitarbeiter mitzunehmen, aber auch den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Das machen sie ganz gut, auch durch den Net Promoter Score, den sie alle 2 Jahre erheben, der deutlich branchenführend ist. Und so kann man sich dann Schritt für Schritt von den Mitbewerbern absetzen, wie zum Beispiel Electrolux und noch viele weitere, die sich in dem Segment tümmeln. Also, die Rational AG ist für mich ein Familienunternehmen mit Zukunft. Es ist krisenresistent, zum einen halt, weil es sich um die Bearbeitung von Lebensmitteln kümmern und zum anderen, weil es eine sehr, sehr starke Bilanz hat. Und zum anderen stimmt für mich diese Eigentümerstruktur und die Kultur, die im Unternehmen gelebt werden. Jetzt haben wir nochmal zusammengetragen, was unsere Lieblingsaktien auszeichnet. Aus meiner Sicht sind es knapp 7 Punkte. Welchen Punkt wollt ihr da besonders hervorheben? Ja, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig und das ist, glaube ich, bei uns allen dreien sehr deutlich geworden, dass uns auch die Gründer-, Eigentümer- und Management-Ebene sehr, sehr interessiert. Also wir sehen sehr gerne ein Management, das weitsichtig agiert, egal ob es selber Skin in the Game hat oder nicht, aber wir wollen natürlich, dass es immer die langfristige und die unternehmensorientierte Perspektive bewahrt und das ist etwas, was wir alle drei irgendwo mehr oder weniger direkt aufgegriffen haben und für mich ist das einer der wirklich wichtigsten Punkte. Warren Buffett hat ja schon gesagt, dass, und vielleicht ist das auch der zweite Punkt, dass man ja auch im Idealfall darauf achten sollte, dass sogar ein Äffchen zur Not ein Unternehmen leiten kann. Das heißt, es sollte auch ein einfaches und ein gutes Produkt haben, ein qualitatives Produkt. Aber wir wollen natürlich nicht, dass ein Äffchen unser Unternehmen leitet, sondern dass es im Idealfall einfach jemand gibt, der Weitblick hat und der auch irgendwo die Interessen der Investoren immer wahrt. Das ist so das, was ich mir herauspicken würde, also ein gutes Geschäftsmodell und ein cleveres Management mit einer idealerweise guten Investorenbasis. Ich finde zum Beispiel das Thema ist Kundennutzen wichtig, denn natürlich brauche ich als Unternehmung ein Produkt, ja, das dem Kunden halt einen Nutzen bringt, denn sonst kauft der Kunde das ja gar nicht erst. Und du hast es ja bei Rational sehr gut beschrieben, Flo, dass dort die Zeiten für die Zubereitung deutlich geringer sind. Oder wenn ich jetzt an meine Aktie Paycom denke, dass dort eine Software angeboten wird, die alle Facetten in einem einzigen Programm vereint, das leicht zu bedienen ist, dann bleibt man da natürlich auch dabei und ändert nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wenn das dem Kunden nicht nutzt, dann kauft das nicht und dann nützt auch mal, glaube ich, der beste Gründer nichts, wenn er keinen Umsatz macht.
Das Das ist, stimmt. glaube ich, wirklich der Punkt. Und Vincent kam das auch hervor durch die Tiernahrung. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Segment halt. Das Tierfutter macht die Tiere irgendwo glücklich. Und da kann man, das ist ein ganz attraktiver Markt, wo man halt auch sehr gute Margen erzielen kann. Dazu das Eis. Also ja, aber es muss in dem Zusammenhang halt zum einen Kundennutzen da sein, aber auch ein gewisses Wachstumspotenzial. Das hat man aus meiner Sicht bei Tiernahrung. Man hat es bei Lebensmitteln an sich, weil es allzu mehr Single-Haushalte gibt und dadurch halt auch nicht mehr diese großen Packungen gekauft werden, sondern eher kleinere, smartere, die auch an sich immer ein bisschen margenstärker sind. Und ja, das macht generell, glaube ich, sind das vernünftige Leitplanken, die wir hier zusammengetragen haben. Und man muss halt schauen, ob die Aktie, die man gerne kaufen möchte, da reinpasst. Ganz genau, das glaube ich auch. Im Endeffekt, wir bei der Aktienwelt 360, wir definieren uns ja immer als unternehmensorientierte Investoren. Das heißt, wir schauen auf das Unternehmen, wir schauen eigentlich aber auf alles, was im Endeffekt mit dem Unternehmen zusammenspielt. Wir gucken auf die Insider, wir gucken auf die, ja, auf die Outsider, die vielleicht auch einfach nur passiv die Anteile halten. Wir gucken auch auf den Markt, wie sich der Markt entwickelt. Wir gucken auf weiche Kriterien wie die Qualität. Wir gucken auf die Produktstärke, Pricing Power oder auch, ob das Management gute Wege findet, um das eigene Kapital einzusetzen. Das sind eigentlich alles so die groben Leitplanken, die wir bei der Auswahl unserer Lieblingsaktien immer verwenden. Und vielleicht auch noch einmal zum Abschluss der Hinweis: Wir haben all diese Kriterien natürlich bei der Auswahl von unserem Produkt Aktienwelt Basic berücksichtigt. Es gibt da drin 15 Aktien, die wir drei, und das sind wirklich wir drei, weil wir die vollen Services im Hintergrund quasi als Analysten begleiten. Ja, ausgewählt haben. Es sind 15 Aktien für 24,90 € zum Gründerpreis Special pro Quartal. Wer gerne möchte, der kann einfach den QR-Code scannen oder auch auf den Link in der Beschreibung klicken. Wir freuen uns natürlich über Mitglieder. Wir freuen uns aber auch generell über Interesse allgemein an unseren Services, an unserer Seite. Und wenn euch das gefallen hat, unser Überblick, dann lasst gerne ein Like da, abonniert gerne unsere Seite oder schreibt einen Kommentar mit einer Idee, was wir vielleicht in Zukunft nochmal besprechen wollen. Flo, Peter, vielen Dank. Es hat heute mal wieder sehr viel Spaß gemacht, über unsere Lieblingsaktien oder drei von unseren Lieblingsaktien zu sprechen. Wie gesagt, wir haben noch 15 in Basic drin, die wir jetzt heute nicht thematisiert haben, explizit. Dankeschön für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Gerne, ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Servus.